So, hallo und guten Morgen, meine lieben Freunde. Und ich wünsche euch hier herzlich willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey hier auf meinem wunderschönen Channel. Was laber ich denn wieder wie ein Bullshit? Ich habe gerade keinen Plan, was ich wieder laber, weil es wieder so individuell war, die Ansage. Herzlich willkommen in Athen. Es ist ein heller, schöner, rötlicher Morgen oder Sonnenuntergang. Ich würde sagen Sonnenuntergang oder Aufgang. Ach, ich weiß es nicht. Was machen wir hier in Athen? Was machen wir in dieser Folge? Heute geht es den Kultisten wieder an den Kragen. Wir haben einen Kultisten am Stisseln. Der ist hier. Den verfolgen wir jetzt. Der ist hier in Athen. Direkt dort hinten. Und der wird jetzt nicht mehr lange leben. Ach, das sind so gläubig. Haben wir schon. Ja. Kleon hat da seine Truhe gehabt. So, mal gucken. Und dann gibt es noch einen weiteren hohen Herrn. Ey, eigentlich müssten wir nur Athen, glaube ich, abklappern. Nach irgendwelchen dubiosen Gestalten Ausschau halten, die man markieren können. Und die können wir wahrscheinlich platt machen. Eigentlich müssen wir nur Athen absuchen. Athens Münze. Aha. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Das ist die sogenannte Agora, ja. Das ist der Athener Markt hier. Und irgendwo gibt es sogar noch einen weiteren Kultisten hier in Athen. Dem gehört ein Steinbruch und der ist als nächstes fällig. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Der ist als nächstes fällig. Da ist jetzt erstmal der eine und der ist jetzt dann auch fällig. Wenn das jetzt auch wieder ein Sperrgebiet ist, dann müssen wir halt ein bisschen ruhiger vorgehen. Das sieht sehr nach... Ja, ist ein Sperrgebiet. Passiert auch nicht. Ja, tut mir zwar um die Athener Soldaten leid, dass sie sich für so ein Arschloch da opfern müssen. Können ja gar nichts dafür. Aha, was aber denn da Schönes? Spurenlesemantel und gebrauchtes Messer. Ach, eigentlich hätten wir mal... Da sind voll viele, Mann. Okay, jetzt habe ich gerade mal gelesen, wenn ich den halte, gibt es einen kritischen Schaden. Nein, möchte. Hey! Was macht ihr Bürger hier, ihr dummen Hohlhöpfel? Du willst...
Die Weiber, Alter, mutiger als Männer. Ich muss doch den Tod nur von dem Wichser da bestätigen und dann können wir gehen, von mir aus. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder das Kopfgeld loskriegen, ey, für Mord. Die Welt ist ohne dich besser. Ja, was ist denn das wie ein Kopfgeldjäger, der mich da jetzt gerade verfolgt? 44. Lustiger Typ. Wenn er mit mir kämpfen will, dann soll er mir folgen, bitte. Und zwar aufs Dächlein. Komm hoch, Kalipo, der Genickbrecher, die Genickbrecherin. Mann, diese lästigen Scheißsöldner. Einer mehr auf der Liste. Das sind alles Bürger von Athen. Der Weiße ist ein Spion, der Weiße heißt der Schatten, der Weiße wartet auf einer Agora, der Weiße heißt Nix. Oh, gespannt, ob der jetzt hochkommt. Ist jetzt hoch? Der hat mich jetzt verloren, obwohl er gesehen hat, dass ich da hochgelaufen bin. Cooler Typ, Mann. Cooler Typ. Alle Spasten, Mann. Sind hier noch irgendwelche Kriegsvorräte, die wir verbrennen können? Ich weiß jetzt gar nicht, was der machen soll. Der sucht mich und findet mich nicht. Und ich laufe jetzt einfach rum und nehme mal den Tempel ein. Ich darf nicht mal hier sein. Du bist hier nicht willkommen! Warum bin ich nicht willkommen hier? Ihr seid so gemein zu mir. Okay, ich würde mal sagen, wir bezahlen jetzt noch schnell das Kopfgeld und dann suchen wir nach dem zweiten Äffchen. Was ist das für eine Quest hier? Staatsbürgerprüfung. Von Sokrates? Ja, gehen wir doch schnell zu Sokrates. Ah, jetzt kommen die Bürger wieder und metzeln auf mich ein. Verdammt mutige Bürger, ey. Alter Schwede! Gehen die mir auf... Nur Mongo-Bürger am Start, Mann.
kann ich denn hier langlaufen, Mann? Wir gehen jetzt erstmal zu Sokrates. Vielleicht kann der uns noch ein bisschen helfen. Oder keine Ahnung, wir nehmen einfach mal die Quest an. Und danach müssen wir, denke ich mal, zu diesen Steinbrüchen gehen. Oder ich glaube, da war schon mal so ein Steinbruch. Ah, da, guck mal. Da haut er ab, der Sokrates. Was ist da los? Sprecht zu mir. Hallo? Also es dauert ewig seit neuestem zum Laden. Ich weiß nicht wieso. Alexios, du kriegst wohl nicht genug von mir. Ich behaupte nicht, dass ich nicht daran gedacht hätte, aber wir werden uns das für ein andermal aufheben müssen. Was immer du sagst. Ich breche unser Gespräch nur ungern ab, Sokrates. Aber ich glaube, du hast genug für uns beide geredet. Wir sollten dringend eine andere Beschäftigung für deinen Mund finden. Wenn du ihn nur lange genug kennst, wirst du einen kleinen Hauch von Erkenntnis tief hinter seinen überschwänglichen Avancen finden. Ein Kompliment und eine Beleidigung im selben Satz? Der Mann hat wirklich Talent. Du kommst zum perfekten Zeitpunkt. Ich habe einen Freund namens Sophanes, der Athener Bürger werden möchte. Aber er braucht etwas Hilfe. Deine Hilfe. Ich bin gespannt, warum er ausgerechnet meine Hilfe braucht. Jeder Söldner wäre recht, ganz ehrlich, aber du bist mein Liebling. Du musst nur den Namen meines Freundes auf eine Liste schreiben. Klingt leicht. Es klingt ganz einfach. Sag mir, warum es das nicht ist. Es gibt ein kleines Problem. Du musst ins Metroon, das du nicht betreten darfst, und du musst den Namen gut genug fälschen. Also versuchte auf illegalem Weg ein Bürger zu werden. Das hättest du sagen sollen. Ich versuche nächstes Mal daran zu denken. Das Gebäude, das du suchst, ist in der Nähe der Agora. Pass auf dich auf. Da waren wir doch gerade. Mag bei den anderen funktionieren. Können wir gerade mal probieren. Der Witz ist, es kann auch fehlschlagen, indem wir einfach Scheiße bauen, ne? Also im Prinzip, zu viele Leute töten oder so. Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ah, guck da. Sind schon wieder mehr Soldaten. Ja, aber das ist ja, sind ja weniger Räume. Keine Möglichkeit für Schiff. Ah, sie kommen sogar hoch. Ja, so ist brav, so ist brav. Da kann ich euch. Jetzt kommt nochmal einer. Kann ich genauso treffen. Hey.
Name ist drauf. Jetzt wieder zurück zu Alcibiades. Kann sein, dass wir das auch verhunzt haben, jetzt dadurch, dass wir im Prinzip zu viele Leute auch gegeilt haben. Aber ja, vielleicht hat es auch geklappt. Vielleicht nimmst du es auch gar nicht so ernst. Kleine schnelle Quest. Ich lad mich tot. Denn mein Lieblingssöldner kommt zurück. Sofanes Name ist auf der Liste. Doch es lief nicht so glimpflich. Verstehe. Manchmal muss Blut fließen. Du warst der Richtige für den Auftrag. Okay. Dann nochmal eine Quest. Nachdem du den Namen meines Freundes auf der Liste der Bürger gefälscht hast, gibt es noch etwas, das du erledigen musst. Was denn? Nächstes Mal, wenn du zwei Dinge von mir willst, erzähl mir beides gleich am Anfang. Aber das zweite hängt vom ersten ab. Ich musste wissen, dass es vollbracht ist. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich deshalb so aufregen würdest. Sag mir einfach, was du willst. Bedauerlicherweise macht Sofanes Name auf der Liste ihn noch nicht zu einem Bürger. Er braucht zusätzlich einen Bürgen, der seine Bürgerschaft bestätigen kann. Und du willst, dass ich dieser Bürger bin? Wenn es doch nur so einfach wäre. Nein, ich habe jemand anderen im Sinn. Einen außerordentlich attraktiven Mann namens Perus. Ich finde deinen attraktiven Bürgen. Perfekt, ich wusste, dass du mir helfen wirst. Ja, ja. Wo finde ich Perus? Er ist... Und um was geht... Perus muss... Ist der auch wieder in der Nähe, oder was? Oh, Gesundheit. Ach, der ist mir jetzt zu weit weg. Ich will eigentlich... Ja, nee, ich will die Quest nicht machen. Ich will zu diesem Steinbruch wieder. Hier, zu diesem Steinbruch. Da müssen wir hin. Und den müssen wir clearen. Ich will die Kultisten jagen. Der Rest interessiert mich erstmal noch nicht. Der Rest ist alles... Freizeit, sage ich jetzt mal so. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Welche Wachen? Die sind alle tot. Weil dem Typen, den wir suchen... Also, wir suchen einen Kultisten. Und zwar diesen hier. Ein Kultist gehört einem Steinbruch und ein Sklavenhandel in Attika. Hilft den Leuten in der Nähe. Was ist denn mit dem los? Der backt rum. Wo gibt's den Sklavenhandel? Der Bürger. Ah, okay, dann können wir gerade noch den Bürger machen. Dann machen wir wahrscheinlich in der Folge, denke ich, die Suche nach diesem Kultisten. Wir müssen einfach nur den Sklavenhandel finden. Fragt sich halt nur, wo der ist, ne? Wo ist denn der? Ah, da ist er, ja. Und den Mann findet Alcibiades attraktiv? Ja, vielleicht. Der hat ein ausgefallenes Wunschdenken. Bloß nicht eifersüchtig werden. Geh und sag Dion, dass ich ihm nichts mehr gebe. Wenn er mit mir reden will, dann soll er selbst kommen. Schulden interessieren mich nicht. Oh, was willst du denn dann? Es geht um einen Mann, der Bürger Athens werden will. Und du wirst für ihn bürgen. Ich? Warum? Weil Alcibiades sagte, dass du der Richtige dafür bist. Ach, Alcibiades? Der ist aber hartnäckig. Und wer ist der Mann, dem ich helfen soll? Sein Name ist Sophanes. Sophanes? Den Namen kenne ich gut. Aber ich helfe dir nicht, wenn es um ihn geht. Warum nicht? Ich kenne ihn nicht. Warum willst du ihm nicht helfen? Typisch Söldner. Nie holt ihr euch vorher alle Informationen. Sophanes verriet seine Männer für Geld. Er verdient den Tod, nicht die Bürgerschaft. Ach. Hör zu, es ist nicht deine Schuld. Du hattest keine Ahnung, aber jetzt weißt du es. Es klang, als würde Dion jemanden schicken, um Geld von dir einzutreiben. Wäre es nicht schön, wenn du ihn bezahlen könntest? Gut, ich tue, was du verlangst. Okay, dann werden wir mal den Alcibiades zur Rede stellen wegen diesem Typen. Klingt eigentlich nämlich nicht gut. Verräter mag ich nicht.
Ich muss den Sklavenhandel finden. Aber ich denke mal, den Sklavenhandel finden wir nicht auf der Agora. Du könntest auch einer von diesen sein. Der sah mir sehr dubios aus. Ich hab einfach mal spekuliert. Das könnte eigentlich jeder sein. Die diskutieren immer noch die Leute. Das Anreden funktioniert auch nicht flüssig. Ich klicke die ganze Zeit mindestens dreimal auf dieses Dreieck, damit es funktioniert, aber irgendwie. Nee. Du bist zurück. Sokrates offenbar auch. Genau wie du bekommt er einfach nicht genug von mir. Es gab doch keine Probleme. Nein, ich musste nur ein bisschen nachhelfen. Ach, das hatte ich befürchtet. Tja, du hast das Richtige getan. Du hast mir etwas vorenthalten. Und es wäre schön gewesen, davon zu wissen. Ich glaube, Menschen wie Sofan es verdienen eine zweite Chance. Ich dachte nicht, dass dir das etwas ausmacht. Lass mich nächstes Mal selbst entscheiden, was mir etwas ausmacht. Verstanden. Dann werde ich Sophanes Bericht erstatten. Tun schlechte Bürger nicht schlechte Dinge und gute Bürger gute? Kann man überhaupt wissen, ob jemand gut oder schlecht sein wird, ohne ihm eine Chance zu geben? Menschen ändern sich nicht. Zumindest nicht genug. Bleiben die Taten einer Person ein Leben lang an ihr haften? Wenn ein Mann einem Schmied ein Schwert stiehlt, ist er bis zum Tod ein schlechter Mensch? Woher wissen wir, wie sich jemand in Zukunft verhält? Die Vergangenheit zeigt uns, was sein wird. Der leichte Teil meines Berufs beruht darauf, wie berechenbar Menschen sind. Dann muss ein Verbrecher wie Sophanes mit seiner Entscheidung leben, ohne Hoffnung, anders gesehen zu werden. Ich frage mich, ob schlechte Taten gute aufwiegen? Oder gute Taten schlechte. Darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Ach, Sokrates. Den Göttern sei Dank. So, erledigt. Gut. 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 228.000. Not bad. So, jetzt gucken wir kurz noch auf die Map. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis auf Marmorwerkstatt? Hermippos Residenz. Ah, hallo. Haus von Solon. Max Tor. Logismos Gebäude. Athens Münze. Webstube. Ah, da hat wieder jemand ein Bild gepostet. Ah, warte mal, Sklavenhandel wird gern hier unten betrieben. Agora? Koma-Lager? Unentdeckter Ort. Wir gehen dorthin. Der Typ könnte sich in einem von diesen Häusern aufhalten, die man im Prinzip auch plündern kann. Und ja. Gut! Wir machen jetzt Feierabend. Wir haben fast 25 Minuten erreicht. Ich würde mal sagen, das reicht für heute. In der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall weiter, um den einen letzten Kultisten in Attika Platz zu machen. Und mal schauen, ob wir ihn finden. Wir sehen es dann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschneiden würdet. Dann wünsche ich euch mal schon einmal einen schönen Tag. Gute Nacht. Schlaft schön. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.